Okay, komm, komm, komm. Eine weitere Überholchance habe ich, glaube ich, gar nicht. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist es wieder soweit. Wir fahren den kommenden Formel 1 Grand Prix, also in Imola, nämlich wieder rückwärts. An meiner Seite wieder Marcel Fischer. Hallo. Ja, wir haben gerade ein Video für seinen Kanal aufgenommen. Völlig bekloppt, sage ich dazu nur. Ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt euch das auf jeden Fall nach meinem Video an. Ja, ganz kurz erstmal sorry, dass das Ganze für Australien nicht kam. Da kam mir jemand bzw. etwas dazwischen. Und die eine oder andere Person wird sich bestimmt gewundert haben, warum ich F1 2022 als Infovideo nicht hochgeladen habe. Ich hatte am Donnerstag leider einen sehr, sehr stressigen Tag und meine YouTube-Kollegen Dave Gaming und Patrick F1 Gaming waren schneller als ich. Beide Videos befinden sich unten in der Videobeschreibung. Nochmal sorry dafür. So, wir fahren jetzt erst einmal 5 Runden Imola entgegengesetzter Fahrtrichtung. Viel Spaß. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, here we go. 3, 2, 1 und los. Go! Boah, sehr viel Respin. Ja, erstmal im 6. Gang anfahren, kann man auch machen. So, Marcel hat ja bereits ein Video hochgeladen, in dem er Imola rückwärts gefahren ist. Marcel, was hältst du denn von Imola rückwärts? Besser als die reguläre Variante? Ich fand, es hat sich schneller angefühlt, aber ich finde, es gibt weniger Überholmöglichkeiten, also wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Aber hat auch mal Spaß gemacht. Das glaube ich. Besonders jetzt hier Aqua Minerali runter. Das war sehr witzig. Das glaube ich dir. Oh Gott! Ja, genau. So, jetzt diese Kurve hier. Okay. Ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber nicht, was das dann geht, unmöglich. Ja, in jedem Fall. Ich bin sie nie gefahren, kann ich schon mal bestätigen. Ich sag, das Curbs sind auch rückwärts gefährlich. Ich kann diese gelben Curbs echt nicht mehr sehen. Die machen das ganze Auto kaputt. Gerade im Real Life, so. Da sollten sie echt mal die Dinger wieder abbauen. Na. Weil das macht das Auto kaputt, das sind Reparaturarbeiten, das kostet Geld, Budget-Obergrenze, bla bla bla. So, mach dich gefasst. Ja, bin ich. Oh, das war knapp. Das glaube ich. Also die Passage, muss ich ganz ehrlich sagen, die kann man in der regulären Variante deutlich besser nehmen. Aber das stimmt tatsächlich. Aqua Minerale. Oh Gott, das ist ja ein Albtraum für die Vorderreifen. Oh ja. Oh, Kacke. Nein, nein, nein. Ja, das ist echt schwer einzusehen da an der Stelle. Ja, natürlich. So, jetzt nutze ich mal ES. Oh Gott. Okay, da war ich etwas zu vorsichtig. Dein Sprit steht wo? Minus 0,5. Ja, bei mir auch. So, Kampflinie fahren. Hier noch schön abkürzen, so ist richtig. Ja, richtig. Ah, Gott, Alter. Der hängt mir so nah am... Sehr nah, meinst du? Der hängt aber so nah an meinem Heckflügel, dass er gleich schon die Maße auswendig kennt. Cool, dank des Drehers habe ich meinen 0,5 Runden Sprit eingespart. Danke! Hä? Lol, bei mir auch. What? Ich habe nur noch minus 0,2. Wie geil ist das denn? Was ist passiert? Oh, böse Curbs. Ja, liebe Leute, habt ihr das denn mitbekommen? F1 2022. Na, ich muss das echt streichen. Ich muss diese 20 weglassen. F1 ist ungewohnt. 20. F1 22 soll wohl, ich betone das Ganze nochmal, ja, Track Limits und sowas ähnliches soll besser werden. Mann, hat das Meckern also geholfen, wa? Wahrscheinlich. Das wäre geil. Muss sich auch mal lohnen.
Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, liebe Leute. Was genau feiert ihr denn an F1 22 denn jetzt schon? Es ist auch okay, wenn ihr total skeptisch seid und sagt, ja, Mike, ich hab zwar gesehen, hab's mir durchgelesen und, na, ganz ehrlich, ich bin davon noch nicht überzeugt. Ist okay, ist okay. So, Runde 4 sind wir jetzt. Okay, jetzt hat er mich. Und ah! Na komm. Da war ich zu übermotiviert. Echt, sind wir echt schon in Runde 4? Krass, ja. Das ging schnell. Gut, da oben steht zwar Runde 1, aber das ignorieren wir mal getrost. Stimmt nicht ganz. Übrigens, Imola ist ja einer der wenigen Strecken, die wirklich gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. Wie zum Beispiel Singapur verläuft auch gegen den Uhrzeigersinn. Stimmt. Und Aserbaidschan. Habe ich eine Strecke vergessen? Weiß leider nicht genau, wie viele es gibt. Ich glaube, 4 oder 5 gibt es. Ja, auf jeden Fall nicht so viele. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Für uns beide ist das ja ein Heimspiel. Für Marcel, oh, ja. Für Ferrari wegen Italien und Imola Heimstrecke, gerade mal 15 Kilometer entfernt. Ersatzteile dürfen denen auf jeden Fall nicht ausgehen. Nee. Na komm, die sonst schnell nach Hause fahren. So, jetzt nicht denselben Fehler machen wie eben. Sehr gut. Okay, komm, komm, komm! Eine weitere Überholchance habe ich, glaube ich, gar nicht. Boah, das war schön gemacht. Oh. Spritmäßig, -3, ich stehe super da. Ja, das passt alles. So. Ist Runde 5, ne? Ja, letzte Deswegen Runde. Deswegen Fotofinish! Oh, nee, der S fehlt. Ja. Oh, oh Mann, ey. Das war bis jetzt das GG. Knappeste, was wir in unserer Serie hatten. Das war richtig geil. Voll. Sehr geil. -2,60. -2,76. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, liebe Leute, das war's mit Imola und Rückwärtsfahren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt auch gerne meinen neuen Discord aus, für alle, die es noch nicht wissen. Da gibt es seit neuestem auch für ACC ein bisschen Setups und natürlich auch eine kleine Vorstellungsrunde. Link ganz oben in der Link zum Discord befindet sich oben in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken. In diesem Sinne, Dankeschön an Marcel für seine Zeit. Und ich würde sagen, gerne. Denkt an sein Video, ist echt bekloppt geworden. Und wir werden dann mal, während er noch fleißig hier die Donuts macht, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss. Ciao.